Hallo liebe Freunde, in diesem Video erfahren Sie, wie Sie zwei funktionierende Betriebssysteme auf einem Computer installieren, nämlich zusätzlich Windows 10 parallel zum funktionierenden Windows 7 als zweites System installieren. Bei Bedarf kann das zweite System auf dem Computer mit Hilfe der in diesem Video beschriebenen Methode auch Windows 7 installieren. Möglicherweise muss das zweite Betriebssystem auf modernen Computern installiert werden, wenn mit der aktuellen Version keine Probleme gelöscht werden können. Gleichzeitig ist auch die Funktionsweise des ersten Windows wichtig. Liebe Freunde, wenn Sie gelöschte Daten wiederherstellen wollen, verwenden Sie die Programme der Firma Hetman Software. Folgen Sie dem Link aus der Beschreibung, laden Sie das Programm kostenlos herunter und installieren Sie es. Führen Sie dann die Festplattenanalyse durch. Nach der Analyse zeigt das Dienstprogramm die für die Wiederherstellung verfügbaren Dateien an und Sie können sie rückgängig machen. Unser Blog bietet kurze Tutorials zur Lösung von Problemen, die Windows-Benutzer haben. Auf unserem Kanal und im Blog finden Sie eine Lösung für jedes Problem. Beginnend mit der Installation des Systems bis zur Remote-Verwaltung und Verbinden mobiler Geräte. Unsere Experten beantworten gerne Ihre Fragen in den Kommentaren zu Videos und Artikeln. Das Minus von zwei Windows auf demselben Computer sind die möglichen Fehler während des Installationsvorgangs, Beschädigung des Startdatensatzes, Ausfall beider Systeme infolge falscher Aktionen und infolge des Verlusts wichtiger Daten. Also, liebe Freunde, Windows 7 ist auf unserem Computer installiert. Um in Zukunft nicht verwirrt zu werden, nennen wir die Festplatte, auf der 7 installiert ist, Windows 7 und die auf der 10 Windows 10. Wir werden 10 nicht auf einer anderen Festplatte installieren, dies ist die richtige Option. Außerdem müssen Sie Windows 10 installieren, indem Sie den Computer von Installationsmedium booten, indem Sie die Startreihenfolge im BIOS oder UEFI ändern und nicht innerhalb des Systems. Andernfalls startet Windows 10 die Installation automatisch, indem Sie das geladene Windows 10 aktualisieren. In einem anderen Video unseres Kanals erfahren Sie, wie Sie das BIOS oder UEFI aufrufen und einen Computer von einem USB-Laufwerk oder einer Festplatte starten. Der Link ist in der Beschreibung. Wir machen weiter folgende Schritte. Wir starten das Installationslaufwerk oder die Installationsdiskette mit Windows 10, das Sie selbst erworben oder erstellen können. In einem anderen Video unseres Kanals erfahren Sie, wie Sie ein bootfähiges USB-Laufwerk für die Installation von Windows 10, 8 oder 7 erstellen. Der Link wird in der Beschreibung sein. Legen Sie im Fenster, in dem Windows 10 installiert wird, die Systemsprache und das Zeitformat fest. Weiter. Installieren. Installation Start. Dann wähle ich habe keinen Produktschlüssel. Falls Sie einen haben, geben Sie ihn ein. Weiter. Wählen Sie die Version von Windows 10 aus, die Sie installieren möchten und klicken Sie auf Weiter. Wir akzeptieren die Bedingungen der Lizenzvereinbarung. Weiter. Wählen Sie die Art der Installation. Die Hauptsache hier ist, nicht versehentlich Update zu wählen. Ein Upgrade ist eine Installation auf einem vorhandenen System. Wir brauchen es nicht. Wählen Sie benutzerdefinierte Installation und das System fordert Sie auf, ein Laufwerk für die Installation von Windows auszuwählen. Dies ist genau das, was Sie benötigen, um zwei funktionierende Windows auf einem PC zu installieren. Wählen Sie die von uns im Voraus vorbereitende Festplatte D aus und klicken Sie auf Weiter. An dieser Stelle möchte ich Sie darauf aufmerksam machen, dass auf einem Computer mit UEFI das Standardformat für das Systempartitionstabellenformat GPT sein sollte. Es wird nicht auf der MBR-Festplatte eines Computers mit UEFI Windows installiert. Wenn es sich herausstellt, dass Sie über eine MBR-Festplatte verfügen, können Sie diese mit Software von Drittanbietern in GPT konvertiert oder Windows 7 neu installieren, indem Sie die Festplatte in GPT konvertieren. Fahren Sie dann mit der Installation des Windows 10 Sekundensystems fort. Danach startet der Windows-Installationsprozess direkt.
Tatsächlich unterscheidet sich dieser Prozess der Installation von Windows 10 durch das zweite System nicht von einer Neuinstallation oder Aktualisierung des Systems auf Windows 10. Deshalb werde ich nicht auf jeden von Ihnen eingehen. Weitere Informationen zur Neuinstallation von Windows sowie zu möglichen Problemen bei der Installation des Systems und deren Behebung finden Sie in einem anderen Video unseres Kanals. Der Link dazu finden Sie in der Beschreibung. Nachdem Sie in der letzten Installationsphase alle zusätzlichen Einstellungen vorgenommen haben, starten unser zweites System und ist voll funktionsfähig. Wir starten unseren PC neu. Wie Sie sehen können, ist das System, das als zweites installiert wurde, jetzt das Standardsystem. Es wird automatisch nach dem eingestellten Timer ausgeladen. Ich möchte auch ein paar Worte zum Startauswahlfenster eines der installierten Windows sagen. Je nachdem, welches System installiert ist, sieht es anders aus und ist standardmäßig bootfähig. Wenn es 7 ist, handelt es sich um ein Systemfenster im alten Stil in Format einer weißen Schrift auf einem schwarzen Bildschirm. Wenn die 10 ist, werden Symbole mit dem Namen des Betriebssystems auf blauem Hintergrund konfiguriert, ähnlich dem Fenster für zusätzliche Windows 10 Startoptionen, wie wir derzeit sehen. Wenn das erste System das Standardsystem sein soll, in unserem Fall Windows 7, können Sie es wie folgt installieren. Starten Sie das Menü Systemkonfiguration. Drücken Sie dazu die Tastenkombination Windows plus R und geben Sie msconfig in das angezeigte Fenster ein. Okay. Gehen Sie zur Registerkarte Download. Wir sehen, dass Windows 10 standardmäßig installiert ist. Wählen Sie Windows 7 aus und klicken Sie auf die Schaltfläche Standardmäßig verwenden. Danach wird die Beschriftung davor angezeigt: Standardmäßig geladenes Betriebssystem. Beachten Sie übrigens, dass die Timeout-Dauer auch in diesem Menü geändert werden kann. Setzen Sie zum Beispiel eine Minute. Übernehmen. Okay. Danach informiert Sie das System über die Notwendigkeit, den Computer neu zu starten, damit die Einstellungen wirksam werden. Neustart. Danach wird Windows 7 standardmäßig gestartet. Wenn Sie Windows 10 heruntergeladen müssen, müssen Sie es auswählen. Bitte beachten Sie, das Startauswahlfenster für eines der installierten Windows hat sich geändert. Wenn Sie im Laufe der Zeit oder nach Abschluss bestimmter Aufgaben aus dem zweiten Windows auf dem Computer diese nicht mehr benötigen oder die erste entfernen müssen, können Sie sie wie folgt löschen. Wir starten das Windows, das wir verlassen möchten. Drücken Sie die Tastenkombination Windows plus R und geben Sie msconfig in das angezeigte Fenster ein. Okay. Gehen Sie zur Registerkarte Download. Wählen Sie das Betriebssystem, das wir verlassen möchten, aus der Liste aus und klicken Sie auf Standardmäßig verwenden. Gegenüber sollte der entsprechende Status Standardmäßig geladenes Betriebssystem angezeigt werden. Wählen Sie danach das Betriebssystem aus, das Sie entfernen möchten, in unserem Fall Windows 7, und klicken Sie auf die Schaltfläche Löschen. Übernehmen. Okay. Neustart. Der Computer wird neu gestartet und bereits ohne die Möglichkeit, das Betriebssystem auszuwählen. Das System, das wir verlassen haben, sollte sofort starten. In unserem Fall ist dies Windows 10. Was ist mit den Dateien des alten Systems? Am einfachsten ist es, das Laufwerk oder die Partition zu formatieren, auf der es installiert wurde. Machen Sie es besser aus dem Menü Disk-Steuerung. Dafür machen wir folgende Schritte. Gehen Sie zur Datenträgerverwaltung, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das gewünschte Laufwerk. Wählen Sie Format.
Okay. Beachten Sie jedoch, dass in diesem Fall alle im gelöschten Betriebssystem gespeicherten Dateien gelöscht werden, wenn es unter Ihnen diejenigen gibt, die Sie benötigen. Speichern Sie sie daher im Voraus auf einer anderen Festplatte. Wenn Sie Dateien durch Installieren oder Deinstallieren, Aktualisieren oder Zurücksetzen von Windows verlieren, können Sie diese mit Hilfe von Hidden Partition Recovery wiederherstellen. Ein Link zum entsprechenden Video unseres Kanals befindet sich in der Beschreibung. Wenn euch dieses Video gefallen hat, abonnieren Sie unseren Kanal. Gerne beantworten wir eure Fragen in den Kommentaren. Vielen Dank fürs Zuschauen, viel Glück und Tschüss.